Liebe Familien, ich freue mich, einige Worte an Sie richten zu können anlässlich des 10. Weltfamilientreffens, das in diesem Jahr eine völlig neue Form hat und, wie der Heilige Vater sagt, polyzentrisch und weit verbreitet ist. Einige Delegierte der Bischofskonferenzen und der größten internationalen kirchlichen Bewegungen treffen sich hier im Home zu einem theologisch-pastoralen Kongress. Zur gleichen Zeit finden Treffen vieler Familien in der ganzen Welt statt, die in ihren Diözesen und Bewegungen zusammenkommen. Und das macht dieses 10. Treffen wirklich weltweit. Wichtig ist, dass die frohe Botschaft der Familie überall verkündet wird und die Familien Protagonisten der Evangelisierung sind und im Mittelpunkt unseres apostolischen Engagements stehen, damit immer mehr Paare entdecken, dass die Liebe in der Familie Berufung und Weg zur Heiligkeit ist. Ich weiß, dass das Schönstatt-Familienwerk nicht nur an den Veranstaltungen in den verschiedensten Diözesen der Welt teilnimmt, sondern auch an unterschiedlichen Orten versammelt ist, um dieses Treffen als Familie mitzuerleben. Als Mitglied der Schönstatt-Familie und derzeitige Sekretär des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben bin ich davon überzeugt, dass das Schönstatt-Familienwerk eine Gabe und eine Aufgabe für die heutige Kirche und Gesellschaft hat. Eines des ersten Anliegen von Papst Franziskus war vom Anfang an die Familie. Um dieses Thema zu behandeln, berief er zwei Synoden ein und verfasste das apostolische Schreiben Amoris Laetitia. Ich lade die Schönstatt-Familie ein, Experten in der Anwendung von Amoris Laetitia zu sein und all das zu leben, was der Papst uns lehrt, die Schönheit des Familienseins zu verkünden und zu wissen, wie man Familien in den konkreten Situationen des Alltags begleiten, fördern und integrieren kann. Heiligkeit in der Familie ist möglich und wir haben viele Beispiele dafür im Leben unserer Bewegung. Unser Vater und Gründer hat uns eine reiche Familienpädagogik hinterlassen, die wir nicht nur für die Kirche, sondern als Kirche, die wir sind und wie im Pfingstkongress gesagt wurde, leben unter den Familien und der Familienpastoral in unseren Diözesen anbieten können. Zum Abschluss des Jahres Familie Amoris Laetitia wünsche ich mir, dass unsere Familien von unseren Schönstatt-Heiligtümern aus in die Mission gesandt werden und von der Gottesmutter die Gnade der apostolischen Fruchtbarkeit erhalten. Liebe Familien, möge Gott Sie segnen. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Treffen und eine fruchtbare Zukunft.